2 bis 5 Tage frei. Jetzt mit kurzurlaub.de. So, dann herzlich willkommen miteinander zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Spielfeind und Drachen in Hansa Rostock. Endergebnis 2:1. Auch vorneweg nochmal die Ergebnisse des Spieltags. Zwickau gegen Köln 1:0. Meppen gegen Aalen ebenfalls 1:0. Wien gegen Braunschweig 3:3. Halle gegen Kaiserslautern 2:0. Groß Asbach gegen Osnabrück 0:0. Und der bereits gespielte KSC gegen Jena 1:1 unentschieden. Ja, zu meiner Linken Gästetrainer Pavel Dotschev und Klaus Schromm zu meiner Rechten. Herr Dotschev, gerne Ihre Gedanken zum Spiel. Zum Linken, vierten Spieltag. Genau. Ja, die Gedanken sind momentan noch relativ durcheinander durch das Spiel, weil ich versuche jetzt ein bisschen mehr klar zu machen oder erklären, warum wir das Spiel verloren haben. Vielleicht, weil die Mannschaft von Unterachen sehr effizient war, vielleicht deswegen. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Pech gehabt, waren vielleicht alles zusammen. Also ich will nur damit sagen, wir haben für mich ein sehr gutes Spiel gemacht. Nicht unser bestes Spiel, aber wir haben sehr ordentlich gespielt nach so einem schwierigen Spiel am Mittwoch, dass wir diese Leistung heute wieder geschafft haben, das abzurufen. Das habe ich auch nicht so ganz erwartet und ich denke schon, dass wir eine Phase erste Halbzeit hatten, wo wir 10 Minuten, 5 Minuten so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel verloren haben. Und dann ist ja gerade dann ist ja das Gegentor passiert, wo wir schlecht verteidigt haben, muss ich sagen, weil wir haben den Ball geklärt und dann zweiten Ball schlecht verteidigt. Dann haben wir nur auf den Ball zugeguckt, ohne uns zu den Leuten orientieren. Und dann wird am zweiten Pfosten gegen die Laufrichtung von Janis Pelios gegen die Laufrichtung wird reingeköpft, das Tor. Und war natürlich sehr bitter und ärgerlich, weil das war wieder so ein Spiel, wo wir wieder das Spiel treiben mussten, das machen mussten. Und der Gegner steht tief, kontert sehr gut, gefährlich auch aus. Ohne Frage, die Mannschaft von Unterachen hat auch Top-Leistung gebracht. Also sonst würden wir nicht verlieren. Das möchte ich jetzt nicht irgendwo in Frage stellen, überhaupt nicht. Aber ich denke, beide Mannschaften waren gut und ich glaube, das wäre heute unentschieden, wäre absolut gerechtigt gewesen. Aber so ist das Leben. Letztes Spiel haben wir gewonnen in der Nachspielzeit. Heute musste einfach nicht so sein und wir haben alles versucht. Ich habe auch umgestellt, wir haben auf 3-Rakete zum Schluss umgestellt und beinahe doch geschafft. Aber heute war das Glück nicht auf unserer Seite und sage ich nochmal, von Moral her, Wille, kann ich keinen Vorwurf machen. Natürlich in ein und anderer Situation war man nicht clever genug und falsche Entscheidung getroffen, aber unterm Strich war ordentliche Leistung. Leider fahren wir jetzt mit leeren Händen nach Hause, aber so unzufrieden bin ich auch nicht, nur von dem Ergebnis her. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Dann die Gedanken auch von Klaus Schromm. Klaus, nach der englischen Woche zum Abschluss noch umgeschlagen. War es, wie Herr Dutscher das gesagt hat, so effizient das Spiel heute von Haching? Ich bin erst natürlich überglücklich, dass wir den Dreier fahren. Ich glaube, dass der Dreier heute weniger verdient gewesen wäre wie der Dreier in Cottbus am Mittwoch. Ich bin sehr, sehr nah beim Pavel seiner Einschätzung. In der ersten Halbzeit war er noch relativ zufrieden mit dem Spiel von uns. Ich glaube, da haben wir es noch ganz ordentlich gemacht. Wir hatten so die ersten 20 Minuten, glaube ich, mein Gefühl, gehen an Rostock. Man hat da gesehen, auch über die gesamte Spielzeit, was die für Qualität haben, auch in der Spieleröffnung, im Spielaufbau, unglaublich, unglaublich schwer zu pressen, unglaublich schwer zu verteidigen, diese Qualität. Ist uns aber, glaube ich, in der ersten Halbzeit noch ganz gut gelungen. Und dann so nach der 20. Minute haben wir ein bisschen auch das Zepter so in die Hand genommen mit der einen oder anderen Chance. Da kam so ein bisschen Emotion auf. Auch dann die Führung, am Ende des Tages vielleicht die Führung, sage ich mal, verdient in der ersten Halbzeit, aber jetzt die zweite Halbzeit, ich glaube, wir hatten gar keinen Ball mehr gefühlt, wenn wir ihn hatten, hatten wir ihn viel zu schnell wieder verloren und schießen dann, ja, dann irgendwie das 2-0. Und ja, ich habe den Jungs gesagt vor dem Spiel, wenn wir heute wieder 2-0 führen, dann bitte seid nicht überrascht, so wie vielleicht in Cottbus, sondern versucht das, was wir vorher gemacht haben, weiterzumachen, weil das ja dann anscheinend nicht ganz so schlecht war. Das ist uns leider nicht ganz gelungen, muss ich sagen. Natürlich haben wir noch die eine oder andere Chance auch zum 3-1, aber am Ende des Tages, wenn man nur die letzten 10 Minuten sieht, dann ist es natürlich schon für uns ein sehr glücklicher Sieg. Über 90 Minuten kann das jeder dann für sich selber entscheiden, aber die letzten 10 Minuten, ja, da hat der Fußballgott schon runtergeschaut und hat sich gedacht, die Hachinger zweimal
das Gleiche wollen wir ihnen doch nicht antun. Ja, das ist dann so gekommen, wie es ist. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt nach 4 Spieltagen immer noch ungeschlagen sind, 8 Punkte haben. Ich glaube, da beneiden uns viele Vereine drum. Ich bin schon auf den Tabellenplatz angesprochen worden, möchte ich gleich sagen. Ich glaube, in Cottbus waren wir in der 85. Erster und in der 90. Siebter. Also nur ganz kurz, das ist die Aussagekraft der Tabelle am 3. oder am 4. Spieltag, zählt überhaupt nicht. Fakt ist, dass wir 8 Punkte haben, dass wir ungeschlagen sind, dass die Jungs hoffentlich jetzt auch mit breiter Brust die Pause genießen, weil die sind, ja, nicht nur die Jungs sind fix und fertig, das war auch für uns im Trainerteam natürlich ja, schon eine intensive Woche und da haben wir jetzt mal den freien Sonntag auch verdient, wollen aber dann natürlich auch am Mittwoch im Pokal einfach mal eine, ja, die Pflichtaufgabe auch dann erfüllen, da in die nächste Runde einzuziehen und dann haben wir leider am Wochenende frei. Ja, gibt es Fragen seitens der Presse an die beiden Trainer? Wie lassen sich denn die letzten 10 Minuten erklären oder die letzten Minuten im Cottbus und hier, dass man da einbricht? Ich fange bei Cottbus an. Das 2-2, totales No-Go, da bleibe ich einfach dabei. Das wird immer schlimmer, das Tor, je öfter ich das Tor sehe. Man kommt da in Cottbus, zu, ja, das ist einfach No-Go. Heute war es ganz anders. Heute war es einfach so, dass uns der Luki schon sehr, sehr lange die Null gehalten hat. Und das, ich weiß nicht, wann die Glanzparade von Luki war, der Kopfball, 60. gefühlt. Ja, irgendwie sowas, wäre das der Ausgleich gewesen, oder? Ja, der Ausgleich, also da schaut schon mal ganz anders aus. Ja, und das wäre auch völlig verdient gewesen zu der Spielzeit. Ja, und dann, wie gesagt, machen wir das 2-0, dann bist du durch den Dreier holen, ist auch klar. Aber wenn der Luki die Superparade da nicht macht, glaube ich, dann sind wir mit einem 1-1 immer noch ungeschlagen auszufrieden. Und jetzt sind wir einfach nur happy. Und ich glaube, das war einfach eine Konsequenz aus der Qualität vom Gegner. Nicht mehr, aber nicht weniger. Weitere Fragen? Wie schaut es um die Fitness von Markus Schwabel aus? Ist da das Erste, was passiert? Oder wurde nur vorsorglich hinten raus runtergenommen? Na, wir haben nur so zur Gaudi zu 10 beendet. Ja, das war nur so eine Vorsichtsmaßnahme. Spaß beiseite. Der Markus hatte auch 5 Monate, bevor er zu uns kam, auch nicht mehr über 90 Minuten gespielt. Und es war schon bei dem einen oder anderen relativ eng und auf Kante genäht. Auch das dritte Spiel ist in der Woche. Und ja, ich hoffe, dass einfach nur ein kleines Krampfall war und die Krampfhänger dann sich auch wieder erholt. Gibt es ansonsten noch Fragen seitens der Presse? Sieht nicht so aus. Okay, dann bedanke ich mich für die Teilnahme. Wie ihr schon gehört habt, ist ja in der dritten Liga jetzt erstmal Pause. Wir spielen dann im Toto-Pokal unter der Woche. Den Gästen aus Rostock viel Erfolg weiterhin für die Saison und gute Heimreise erstmal. Vielen Dank und allen noch einen schönen Abend.